Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Theresa Huber und ich darf Sie heute im Namen des Minimed-Studiums und der Medizinischen Universität herzlich zum Webinar willkommen heißen. Der heutige Vortrag stellt den zweiten Teil der Webinarreihe Stoffwechsel und Ernährung dar. Mit dem Themenschwerpunkt Stoffwechsel und Ernährung widmen wir uns gemeinsam mit der Medizinischen Universität den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung. Das heutige Webinar beschäftigt sich konkret mit dem Thema Adipositas und Fettstoffwechsel. Wir gehen demnach heute unterschiedlichen Fragen zu diesem Thema nach. Was ist eigentlich Adipositas und wie kommt es dazu? Warum sind Menschen mit Adipositas eigentlich krank? Und wie ist das Ganze mit der Gewichtsregulation? Als heutige Referentin begrüßen wir Frau Dr. Bianca Itario von der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 der Medizinischen Universität Wien und des AKHs Wien. Leider müssen wir Herrn Dr. Georg Semmler heute entschuldigen, der aufgrund einer Krankheit heute leider nicht referieren kann. Frau Bianca Itario wird als Referentin allerdings wie alle Minimed-Referentinnen und Referenten heute ehrenamtlich referieren. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Ein weiterer Dank geht an unseren langjährigen Hauptpartner der österreichischen Gesundheitskasse. Außerdem danken wir der Medizinischen Universität Wien und der Wiener Gesundheitsförderung. Ich darf Sie außerdem noch darauf hinweisen, dass Sie heute wieder die Möglichkeit haben, Fragen an die Referentin zu stellen. Senden Sie uns dafür einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage an organisation@gesund.at. Ich wiederhole, organisation@gesund.at. Im Anschluss an den Vortrag werden die Fragen von Frau Dr. Itario beantwortet. Ich bitte Sie an dieser Stelle noch um Verständnis, dass wir eventuell nicht alle Ihre Fragen beantworten können. Außerdem möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, über unsere Minimed-Webinare auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn Sie über Minimed-Webinare informiert werden möchten, stehen Ihnen auf unserer Website unsere Newsletter zur Verfügung. Sie können sich auf www.minimed.at/newsletter dafür anmelden. Wollen Sie über Minimed-Webinare informiert werden, wählen Sie als bevorzugte Region einfach Webinar aus. Wenn Sie über aktuelle Gesundheitsthemen informiert werden möchten, wählen Sie einfach den allgemeinen Minimed-Newsletter. Nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und übergebe das Wort an Frau Dr. Itario. Herzlichen Dank, einen schönen guten Abend, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe die große Freude, zum zweiten Mal beim Minimed mitzuwirken. Das erste Mal war vor Corona mit aktivem Live-Publikum. Und heute habe ich mir gedacht, wer wird wohl heute alles dabei sein, außer meiner Familie natürlich. Und auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause, als ich meine Tochter abgeholt habe, hat die Oma einer Kollegin meiner Tochter gesagt, ja, wissen Sie, ich mag diese Minimed-Serie nämlich so sehr. Ich schaue mir das an, von der Med-Uni wird es organisiert und ich war baff. Also ich hoffe, dass die Oma auch dabei ist und werde Ihnen etwas über Adipositas berichten. Ich werde gleich mit einem Fallbeispiel beginnen, was ich in der Adipositas-Ambulanz bei uns im AKH sehr häufig sehe. Patientinnen, die von den niedergelassenen Kolleginnen zugewiesen werden und auf der Zuweisung steht,
zum Beispiel Adipositas mit konstanter Gewichtszunahme seit 2015. Wie geht es weiter? Quasi wir stehen an, wir können nichts mehr tun. Dann stellt sich heraus, dass die Familienanamnese schon zeigt, dass hier Stoffwechselstörungen vorhanden sind. Die Mutter der Patientin hat einen Typ-2-Diabetes, der Vater erhöhte Cholesterinwerte. Die Patientin hat bereits einen hohen Blutdruck und einen Typ-2-Diabetes mit einem Langzeitzucker, diesen sogenannten HbA1c von 8, und nimmt bereits laut ihr alle möglichen oralen Antidiabetika und berichtet über einen Kontrollverlust. Sie sagt, ich esse kaum etwas und trotzdem schaffe ich es nicht abzunehmen. Und da passiert sehr häufig, dass dann die niedergelassenen Kolleginnen oder Kollegen sagen, na gut, suchen wir eine Fachambulanz auf und die Patienten werden weitergeleitet. Und es ist auch so, dass wir als erstes sagen, ja, nicht alle Menschen mit Adipositas essen mehr als der Durchschnitt, aber sie essen mehr, als sie es selber brauchen. Und früher hat man das immer, sagen wir mal, zuletzt behandelt, wenn es um Gewichtsthemen gegangen ist. Das wurde an allerletzter Stelle angesprochen, wenn überhaupt angesprochen. Als erstes hat man sich mal in der Medizin um die Folgeerkrankungen wie Diabetes, Fettstoffwechselstörungen oder Bluthochdruck gekümmert. Man hat eine ganze Reihe an Parametern monitiert, Blutdruckprotokolle, Langzeitzucker, Blutzuckerprotokolle und so weiter. Die Medikation wurde angepasst. Es kommt ein neues Medikament gegen den Diabetes, gegen den Bluthochdruck oder ein Cholesterinsenker dazu. Diätthemen werden eventuell angesprochen. Weniger Zucker, mehr Ballaststoffe, weniger Fett und so weiter und tun's weniger salzen. Aber an allerletzter Stelle wird dann das Gewicht und der sogenannte Body Mass Index angesprochen. Dabei ist Adipositas eigentlich der gemeinsame Nenner vieler Stoffwechselerkrankungen. Es ist eine Erkrankung, die therapierbar ist, und auch hier gibt es zwar Diäten wie Sand am Meer, aber die, die am besten helfen, sind die, die man quasi ein Leben lang aushalten kann. Und jetzt gehen wir in Media Res und überlegen, welches Körpergewicht überhaupt gesund ist, ab wann spricht man von Übergewicht, ab wann spricht man von Adipositas. Die Berechnungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation ist der sogenannte Körpermassenindex oder Body Mass Index, BMI abgekürzt. Der wird berechnet als Quotient vom Gewicht und Körpergröße zum Quadrat. Und Normalgewicht, gesundes Gewicht, bedeutet in dem Fall 18,5 bis 24,99. Übergewicht beginnt ab einem BMI von 25 bis 29,99. Adipositas beginnt ab einem Body Mass Index von 30 oder über 30, und da werden auch drei unterschiedliche Adipositas-Grade unterschieden, nämlich Adipositas Grad 1 bis 34,99, Adipositas Grad 2 zwischen 35 und 39 und Adipositas Grad 4 mit einem Body Mass Index über 40 oder zumindest 40. Und das ist sozusagen die Definition der Adipositas, wenn der Body Mass Index größer gleich 30 ist. Adipositas wird aber definiert als chronische, fortschreitende Krankheit, die schubförmig verläuft, die multifaktoriell bedingt ist und ungünstige Auswirkungen hat auf den Stoffwechsel, auf die körperliche und auf die psychosoziale und seelische Gesundheit. Die grundlegende Ursache ist eine exzessive Zunahme des Körperfetts, welche zu einer sogenannten Fettgewebsdysfunktion führt. Wenn wir über chronische, fortschreitende, schubförmige Erkrankungen nachdenken, fällt einigen von Ihnen vielleicht ein, Schilddrüsenerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder neurologische Erkrankungen. Aber da hat man, glaube ich, nicht an erster Stelle an Adipositas gedacht. Aber
dem ist halt so. Und wenn Sie sagen, na gut, gut, aber es gibt auch Menschen, zum Beispiel Bodybuilder, die haben halt eine erhöhte Muskelmasse, da ist dieser Body Mass Index ja nicht der ideale Parameter, dann gibt es noch Surrogatparameter, zum Beispiel der Bauchumfang. Der Taillenumfang ist ein Maß für das viszerale Fettgewebe, sozusagen wie viel Bauchfett jemand hat. Und die Grenze, wo man sagt, da beginnt schon das also das Stoffwechsel nicht mehr gut zu funktionieren, ist 88 cm bei Frauen und 102 cm bei Männern. Wenn man diesen Umfang überschritten hat, besteht ein erhöhtes Risiko für das Entstehen eines Typ-2-Diabetes, einer Fettstoffwechselstörung, eines Bluthochdrucks und verschiedenen kardiovaskulären Erkrankungen. Und darum geht es ja auch letztendlich, denn Adipositas ist eine Erkrankung und sie ist mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Wenn man einen Body Mass Index über 40 hat, ab dem 40. Lebensjahr sinkt die Lebenserwartung durchschnittlich um 9,1 Jahre bei Männern und zwischen 7 und 8 Jahren bei Frauen. Das sind Daten aus einer Studie aus dem Jahr 2018, wo über 3 Millionen Patientinnen und Patientendaten untersucht worden sind. Und das spricht schon Welten. Wieso kommt es dazu? Weil Adipositas mit vielen Komplikationen verbunden ist. Man spricht zwar in der medizinischen Fachliteratur immer weniger, aber früher schon über sogenannte metabolisch gesunde Menschen mit Adipositas, die quasi normale Blutfettwerte haben, normale Blutdruckwerte und Zuckerwerte und keine Entzündungszeichen haben. Aber wir wissen, dass je länger Adipositas bestehen, eine ganze Reihe an medizinischen Komplikationen auftreten können, von Schlaganfall bis zum Herzinfarkt und Herzinsuffizienz, Fettstoffwechselstörungen, Zuckerstoffwechselstörungen wie den Typ-2-Diabetes. Es wird auch die Fertilität beeinträchtigt bei Frauen im gebärfähigen Alter. Es wird die Skelettmuskulatur und das Gelenksystem deutlich belastet. Und Adipositas ist auch ursächlich dafür verantwortlich, dass Krebsarten entstehen, wie zum Beispiel Brustkrebs, Darmkrebs, aber auch Pankreaskrebs oder Nierenkrebs, die eigentlich in diesem Sinne vermeidbar werden. Natürlich ist auch die Fettleber eine Erkrankung, die in letzter Zeit viele Menschen betrifft. Es gibt auch Nierenerkrankungen, Lungenerkrankungen, also kaum ein Organsystem, das nicht durch die Folgen der Adipositas betroffen ist. Ich vertrete sozusagen eine adipozentrische Weltanschauung, das heißt, das Fettgewebe ist an allen schuld. Es ist aber als größtes endokrines Organ, also das Fettgewebe, das ist in den letzten 20 Jahren ganz deutlich durch die Forschung rausgekommen. Das Fettgewebe ist nicht nur so ein Zwischenspeicherorgan, wo einfach Fett gelagert wird und vielleicht für die Thermoisolierung wichtig ist, sondern es ist ein aktives, hormonproduzierendes Organ, das eigentlich mit anderen Organen kommuniziert und zu deren Gesundheit beitragen kann oder auch nicht. Das Fettgewebe kann mit den Herzmuskeln und mit der Skelettmuskulatur kommunizieren, mit den Knochen, es kommuniziert sozusagen mit Haut und Haaren und Lymphgefäßen und verursacht nicht nur Stoffwechselerkrankungen, aber wie schon erwähnt, kann auch zu Krebserkrankungen beitragen. Warum ist das so? Die Hauptdepots bei Menschen sind das sogenannte subkutane Fettgewebe, also unter der Haut, und das viszerale Fettgewebe, der sogenannte Bauchfett.
Das sind die wichtigsten Depots. Jedoch kommt es bei Adipositas dazu, dass Fettgewebe überall hin expandiert, auch über die Depots hinaus. Und es kommt auch zu einer Herzverfettung, zu einer Lungenverfettung. Die Blutgefäße können auch vermehrte Fettablagerungen intern und extern aufweisen, um die Niere und so weiter. Und dieses Ektope, sogenannte Ektope-Fettgewebe, ist auf Dauer ungesund. Denn was Sie hier sehen, sind normale Fettgewebszellen, sogenannte Adipozyten, die, wenn man einfach zu viel Energie speichern muss, hypertroph werden. Das heißt, sie wachsen, aber dieses Wachstum ist nicht unbegrenzt und mit dem Wachstum kommt es zu einer Fettstoffwechselstörung, zu einem Hormonmuster, das ungünstig ist für die Gesundheit. Immunzellen infiltrieren das Fettgewebe und es entstehen entzündliche Reaktionen. Zwar nicht so, wie man Entzündungen kennt, das wehtut, das brennt, das rot ist, sondern es sind chronische, sogenannte subklinische, geringgradige Entzündungen wie ein stilles Feuer sozusagen, das letztendlich auch zur sogenannten Insulinresistenz beitragen. Das heißt, der Zuckerstoffwechsel funktioniert nicht mehr gut und diese Erhöhung teilweise und dieser Größenwachstum der Fettzellen führt auch dazu, dass nicht alle Fettsäuren im Fettgewebe weiterverarbeitet oder gespeichert werden können und es kommt zu einem sogenannten Fettüberschuss, auch systemisch im ganzen Körper. Einerseits kommt es zur Leberverfettung, aber auch zur Verfettung der Muskel und da beginnt schon die Vorstufe zum Diabetes und zu vielen Stoffwechselkrankheiten. Ab wann ist Fettgewebe ungesund oder wie entsteht Fettgewebe überhaupt? Das ist ganz spannend. Es beginnt schon in der 14. Schwangerschaftswoche dann wächst das Fettgewebe weiter bis ungefähr in der 38. bis 40. Schwangerschaftswoche. Da ist das Fettgewebe sozusagen vollständig. Und wenn ab diesem Zeitpunkt, also ab Geburt, die Energiezufuhr höher ist als der Bedarf, wird eigentlich durch Fettgewebshypertrophie, durch Wachstum der bereits vorhandenen Zellen, das Fettgewebe größer. Ab dem 10. Lebensjahr aber entsteht eine sogenannte Hyperplasie. Das heißt, dass auch die Zellen, die Fettgewebszellen sich vermehren. Es sind nicht nur größere Zellen, aber auch mehr Fettzellen. Das heißt einerseits, dass auch Interventionen bei Kindern eigentlich vor dem 10. Lebensjahr in der Regel erfolgreicher sind, als wenn wir erst mit der Pubertät beginnen zu therapieren. Dass die übermäßige Kalorienzufuhr kommt eigentlich und induziert über Monate bei allen Menschen eine Hypertrophie, ein Wachstum der Zellen in den subkutanen Fettgewebsdepot, vor allem in der oberen Körperhälfte und Hyperplasie in den unteren Depots. Und das ist auch der Grund, warum man merkt, es ist viel leichter oben Gewicht abzunehmen, weil da schrumpfen die Zellen, aber wenn es um den subkutanen Depots in der unteren Körperhälfte geht, da ist es nicht so leicht. Aber wie entsteht Adipositas? Kann man es mathematisch berechnen? Sagen wir so, wenn ich habe mal mein Grundumsatz und meinen Gesamtenergieverbrauch so nach gängigen Formeln berechnet und bin draufgekommen, das ist um die 1800 Kilokalorien pro Tag. Wenn ich jetzt zu meiner Lieblingskonditorei einmal die Woche gehe und so ein Kuchen esse, auf einmal mit 500 Kilokalorien mehr, sagen wir, habe ich da 55,5 Gramm Fett extra sozusagen, was nicht verbrannt wird. Wenn das einmal die Woche passiert, kann man sich das ausrechnen, dass das in einem Jahr ein Plus von 3 Kilogramm bedeuten würde.
Das ist natürlich nicht so und viele Menschen wissen, dass ihr Gewicht relativ konstant bleibt über Jahre und Jahrzehnte und das ist sehr viel Feintuning bei der Sache dabei. Der Energieverbrauch und die Energiebilanz ist recht komplex, jedoch gibt es eine ganz rezente Studie, die heuer publiziert worden ist, wo gezeigt wurde, dass die Energiebilanz innerhalb eines menschlichen Lebens zum Beispiel nicht so stark schwankt. Hier sehen Sie ganz oben im Bild Männer und Frauen, die Frauen in Gelb, die Männer in Blau und hier sind die Alterskategorien. Die Autoren von dieser Arbeit haben sich den gesamten Energieverbrauch durch hochkomplexe Methoden, diese doppelt gelabelte Wassermethode, da wird ganz genau quantifiziert mit radioaktiven Mitteln, wie viel wirklich verbrannt wird jeden Tag und haben das in einer Kohorte von tausenden Probandinnen und Probanden zwischen 8 Monaten und 93 Jahren angeschaut und gesehen, eigentlich ist es so mit den Verbrennungen. Bis 1 steigt langsam der Energieverbrauch und dann ist es relativ hoch in der Kindheit bis zum 20. Lebensjahr. Da erreicht es quasi Erwachsenenniveau 100% und das zieht sich durch bis ungefähr im 60. Lebensjahr. Ab da kommt es im Schnitt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs, sodass mit teilweise 70, 80 Jahren man nur noch auf 75% ist von dem, was man, sagen wir mal, mit Mitte 40 verbrannt hat. Das ist auch bei Schwangeren so und wenn man irgendwelche komplexen statistischen Methoden und Regressionen noch anwendet, um diese Daten zu normalisieren, kommt es letztendlich aufs selbe hinaus, dass man da nicht so viele Schwankungen hat und dass zwischen 20 und 60 sich dann nicht sehr viel tut. Die Bilanz der Gewichtsregulation ist, vergleiche das immer so mit einem Trichter, ist nicht nur die Energiezufuhr und der Energieverbrauch, sondern hier spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Und diese Faktoren werde ich in den nächsten Minuten ein bisschen erläutern und Ihnen zeigen, dass die eine bedeutende Rolle haben, wenn es darum geht, wieso nehmen manche mehr zu als andere. In erster Linie ist Adipositas eine sogenannte multifaktorielle Erkrankung. Da spielt die Genetik eine Rolle und die sogenannte Epigenetik, aber auch der Umfeld. Und wir leben heutzutage in einem sogenannten adipogenen Umfeld, ein Supermarkt innerhalb von 200 Metern, wohnortnahe Essenseinladungen. Es ist alles in Überfluss da, was einerseits gut ist, einerseits der Nährboden für die Entstehung der Adipositas ist. Es spielt die Immunität eine Rolle, das Verhalten und neurobiologische Komponente, aber nicht zu vergessen die Hormone, sprich die Endokrinologie. Und es ist alles ein sehr komplexes System. Da wird man sich denken, um Gottes Willen, wenn man dieses Bild sieht. Aber hier ist eine ganz interessante Landkarte der Adipositas sozusagen, die von der britischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, wo man sehen kann, hier sozusagen ist die Physiologie ganz im Zentrum, aber Sie werden sehen, es gibt auch andere Komponenten, die hier eine Rolle haben. Es ist nicht nur die Medizin und die Physiologie, die hier in dem System mitspielen, aber es spielt alles eine Rolle. Von der Nahrstoffessensproduktion und den Konsum bis hin zur sozialen Psychologie, wie ist das Umfeld, zur individuellen Psychologie, wie ist das Essverhalten, aber auch zur individuellen Bewegungsmöglichkeit und auch das Umfeld. Wie erlaubt es das Umfeld, dass man sich bewegt? Und da ist es so, dass bei vielen Menschen, die Bürojobs haben, die 8 Stunden am Tag sitzen, es deutlich zu einem Bewegungsmangel kommen kann.
Und die Physiologie der Gewichtsregulation ist durch viele, viele sogenannte Faktoren beeinflusst. Es ist eine feine Abstimmung zwischen vielen Organsystemen und dem zentralen Nervensystem und mit sozusagen Hormonen als Botenstoffe, die Informationen liefern über Hunger und Sättigung. Das schaut auf den ersten Blick recht komplex aus, wenn man sich anschaut, okay, einerseits kommt die Nahrungszufuhr, die Energie kommt rein und dann wird verdaut, verwertet, verwendet im Magen-Darm-Trakt, im Fettgewebe, da spielt die Bauchspeicheldrüse eine Rolle, die Leber, die Skelettmuskulatur und dann irgendwann kommt natürlich auch die Energie raus in Form vom Energieverbrauch, aber alles wird im Gehirn integriert und hier reden wir nicht nur vom frontalen Kortex, also den Teil vom Gehirn, wo man mit Willensstärke alles kontrollieren kann und sage, ich will, ich mache, sondern es gibt auch den sogenannten Stoffwechselteil im Hirn beziehungsweise Teile im Unterbewusstsein, die eigentlich eine zentrale Rolle bei der Hunger- und Sättigungsregulierung haben. Dazu tragen eigentlich Ereignisse ganz in der Frühkindheit bei, aber und genetische, epigenetische Veränderungen. Aber es ist auch unser Lifestyle prägend für die Entstehung, sag mal, der Adipositas. Und hier spielt eine wichtige Rolle schon die Konsistenz der Nahrung, wie schmeckt es, wie riecht es, wie fühlt sich das an, der Belohnungssystem, wie viel Essen ist überhaupt vorhanden, gibt es da irgendwelche sozialen Normen, religiöse Bedingungen, die auch mit Essen verbunden sind. Und diese Cues werden zwar im Hirn integriert und mit Hilfe sozusagen von diesen Hormonen, von Botenstoffen in komplexester Weise eigentlich weiterverarbeitet. Und wenn wir über Hormone sprechen, müssen wir, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht, Hormone in zwei Kategorien unterteilen. Sozusagen hungerverursachende Hormone, die heißen orexigene Peptidhormone. Da stimulieren diese Hormone mehr die Nahrungsaufnahme und signalisieren, ich habe Hunger. Und anorexigene Peptidhormone, die ein Sättigungsgefühl auslösen und signalisieren, dass man satt ist. Diese Hunger und Sättigung funktioniert so. Einerseits wird ziemlich viel im Hypothalamus, also ein Teil des Hirns, das man nicht bewusst mit Willensstärke kontrollieren kann, integriert. Und der Magen knurrt, man fühlt sich hungrig und auf einmal steigt das Hormon Ghrelin. Das ist so ein klassisches orexigenes Hormon oder ein sogenanntes Kühlschrank-Entleerungshormon. Da, wenn Ghrelin steigt, plündert man den Kühlschrank und will auf jeden Fall schnell was essen. Wenn sozusagen dieser Hunger gestillt wurde, kommt auch die Sättigung zutage. Was passiert? Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und das pankreatische Polypeptid, die wiederum signalisieren zum Hirn, wir sind satt, alles gut. Aber auch der Dünndarm produziert Hormone, zum Beispiel das GLP-1 oder das Cholezystokinin, die wiederum auch Signale zum Hirn schicken, da wir sind satt, passt schon, aber auch auf den Magen-Darm-Trakt wirken und zum Beispiel die Magenentleerung ein bisschen bremsen und dadurch auch durch diese Distension von Magen die Signale zum Hirn kommen, ich bin satt. Im Dünndarm wird das Polypeptid Y produziert, das wiederum auch Sättigung signalisiert und im Fettgewebe selber wird das Hormon Leptin produziert, das steigt, wenn man in einen Sättigungszustand ist. Und dann würden Sie sich fragen, naja, wenn eh so viele Hormone die Sättigung beeinflussen, wieso haben wir ständig Hunger sozusagen? Weil bei Adipositas diese Achsen tief gestört sind und es kommt zu einer Hormondysbalance. Nämlich Insulin
wird zwar vermehrt ausgeschüttet, verursacht aber im Hirn nicht mehr diese Sättigung. Das GLP-1 wird vermindert ausgeschüttet. Dasselbe mit dem PYY und beim Leptin ist es so, dass es zwar erhöht ist in der Konzentration, aber wir sprechen von einer sogenannten Insulinresistenz und Leptinresistenz. Das heißt, es ist zwar genug da oder viel da, aber es wirkt nicht mehr dort, wo es wirken sollte. Und man spricht auch von der Fettsucht, wenn es um Adipositas geht. Ich mag zwar diesen Begriff nicht, aber es steckt schon was dahinter, weil es gibt auch Gründe, wieso es zu dieser hormonellen Disbalance kommen kann. Und was ich sehr faszinierend fand, war eine Arbeit an 20 gesunden Probandinnen und Probanden im Jahr 2019, die hochkarätig publiziert wurde. Diese Probanden mussten mal 2 Wochen lang eine Diät, die aus industriell verarbeiteten Lebensmitteln bestand, also alles Ungesunde, das man sich überhaupt vorstellen kann, Burgers und Pizzas und so weiter. Und dann mussten die einen Wechsel machen und eine gesunde Diät aus unverarbeiteten Lebensmitteln, also sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, sehr viel Ballaststoffen. Die Diäten waren beide sozusagen sehr gut kontrolliert und gemessen, dass wirklich dasselbe Gehalt an Zucker, Fett, Eiweiß und so weiter zur Verfügung den Probanden gestellt wird. Und die Probandinnen konnten, ob sie jetzt in der ungesunden Gruppe waren versus in der gesunden Gruppe, so viel essen, wie sie wollten. Was man gemerkt hat, in der blauen Gruppe, hier oben sehen Sie, das sind die Probanden, die das ungesunde Essen bekommen haben, hatten die durchschnittlich während diesen 2 Wochen um die 500 Kilokalorien mehr gegessen als die mit dem gesunden Diätplan. Und wenn man sich anschaut, wie das Gewicht verläuft, ist es so, dass die in dieser kurzen Zeit fast 1 Kilogramm zugenommen haben in diesen 2 Wochen und die anderen fast 1 Kilo abgenommen haben. Sobald man die Gruppen gewechselt hat und die erste Gruppe der Diät, sag mal der gesunden Diät, zugeteilt wurde, hat sich das Ganze wiederholt, beziehungsweise es war wieder Gewichtszunahme bei der ungesunden Ernährung und Gewichtsabnahme bei der gesunden Ernährung. Und was man von den Mausstudien weiß, ist, dass hier zum Beispiel auch im Jahr 2019 eine sehr interessante Studie, die mit Mäusen zwar untersucht hat, welcher Makronährstoffanteil Adipositas vorantreibt. Sprich, ist es Fett, sind es die Kohlenhydrate oder die Eiweiße, die entweder zu viel oder zu wenig sind, wieso entsteht Adipositas? Und man hat bei den Mäusen zumindest gesehen, dass es immer auf Dauer das zu viel Fett ist, das Adipositas verursacht. Also da ist schon was dahinter mit der Fettsucht und man kann sich schon als Take-Home-Message nehmen, weniger Fertigprodukte. Eine gesunde Ernährung heißt, versuchen zumindest die industriell verarbeiteten Lebensmittel, die Fertigprodukte, soweit es geht, zu vermeiden. Denn Sucht ist Sucht und unser, sagen wir mal, Belohnungssystem, unser Hunger- und Sättigungsgefühl ist nicht für diese Welt geschafft, wenn man denkt, unsere Urahnen, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Paleo-Diets und so weiter, aber da war jetzt die Cuisine in der Steinzeit nicht so raffiniert wie heute und es gab die Makronährstoffe, es gab Fleisch, es gab auch Stärke in Form von irgendwelchen Wurzeln, Gemüse und Beeren, als Kohlenhydrate, aber was wir jetzt haben, die Kombination an viel Fett, Fructose und Geschmacksverstärker, wie zum Beispiel das Glutamat, die aktivieren unser Belohnungssystem und es kommt wie ein Komet auf die Erde zu, sozusagen, dass man einen Kontrollverlust hat, wie oder ähnlich wie bei der Sucht. Das heißt,
Normal ausgedrückt, man hat die Schokolade angefangen und kann nicht mehr aufhören, die Packel Chips vor dem Fernseher am Abend und dann sieht man, irgendwie ist die dann doch schneller leer, als man gedacht hat. Also da ist man fast nicht mehr Herr seiner Sinne, denn diese Substanzen aktivieren in so einer Magnitude das Belohnungssystem, dass man da kaum eine Chance hat, dem zu entkommen. Was kann man vermeiden, sozusagen, was ist die wissenschaftliche Evidenz, zu was ungesund ist, was treibt Adipositas voran? Es sind teilweise die Säfte, die Softdrinks, die auch Adipositas, aber auch mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden sind. Das wurde im Jahr 2019 publiziert. Es sind immer sozusagen die industriell verarbeiteten Lebensmittel und Ernährungsformen, die wenig Gemüse, wenig Obst beinhalten, wenig Ballaststoffe, dafür viele Geschmacksverstärker und viel Salz. Natürlich gibt es immer wieder die Eierdiskussion, ob jetzt viel vermehrt oder weniger Eier zu essen eine erhöhte Sterblichkeit hat. Da ist es so wie mit der Mode, mal so, mal so. Aber auch ein hoher Konsum von Eiern hat auch erhöhte Mortalitätsdaten aufgrund der erhöhten Cholesterinkonzentration. Also das sollte man vermeiden, was passiert. Aber wenn man abgenommen hat und dann den Jojo-Effekt, wo es quasi rauf und runter geht, vermeiden will. Weil wir wissen, abnehmen ist schwer, aber noch schwerer ist es, das Gewicht zu halten. Weil man sagt, okay, jetzt ist man gerade in Flow mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, Gewichtsabnahme ist passiert, aber dann kommen die Wellen mit mehr Hunger, weniger Sättigung. Es wirkt alles entgegen Richtung Gewichtszunahme und man fühlt sich in einem ständigen Kampf. Denn Studien bei Erwachsenen haben gezeigt, dass diese Gewichtszunahme eine physiologische Regulation ist, auch als metabolische Adaptation oder Stoffwechselanpassung genannt, die mehrere Prozesse auslöst mit dem Ziel, das Gewicht zu halten. Denn hier, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, früher gab es eine Reality-Show in Amerika, die hieß The Biggest Loser. Da wurden Menschen mit hochgradiger Adipositas gedrillt und so weiter, dass sie abnehmen durch wirklich hypokalorische Diät, kaum was zu essen bekommen, sehr viel Bewegung. Und die Teilnehmer haben zum Teil extrem viel nach diesem 30-Wochen-Programm abgenommen und manche haben fast 60%, 80% vom ursprünglichen Gewicht abgenommen, manche sogar mehr. Und nach 6 Jahren hat man sich erstens angeschaut, sind einige zwar auf ursprünglichem Gewicht geblieben, aber Sie sehen hier Durchschnitt, diese graue Linie versus hier der Durchschnitt, die steigen schon mit dem Gewicht wieder zurück, nämlich signifikant zurück. Und wenn man sich hier anschaut, den Grundumsatz, diesen sogenannten Resting Metabolic Rate, ist es so, dass der hier nach 30 Wochen fast höher ist als nach 6 Jahren, als damals, wo diese Beobachtungen gemacht worden sind. Was bedeutet das? Unseren Grundumsatz, den kann man im Internet googeln und berechnen. Es sind Formeln zur Schätzung des Grundumsatzes, die werden Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe und ungefähr Bewegungsgrad in dieser Berechnung hineinnehmen. Und man kann sagen, okay, der Grundumsatz ist so und so viele Kilokalorien pro Tag. Das ist alles, was man verbrennt, wenn man nichts tut sozusagen. Und man merkt, nach Gewichtsreduktion fährt der Grundumsatz runter. Natürlich wird auch das Gewicht weniger. Aber man würde erwarten, dass wenn man jetzt wieder Gewicht zugenommen hat, fährt der Grundumsatz wieder hoch. Aber dem ist nicht so. Weil
auch wenn die Probanden erheblich Gewicht abgenommen haben und dann aber wieder zugenommen haben nach 6 Jahren nach dieser ersten Intervention, das heißt die Teilnahme an der Show, war der Grundumsatz genauso niedrig wie am Ende dieser Show, wie nach diesen 30 Wochen. Das heißt, es war im Schnitt 500 Kilokalorien pro Tag weniger als erwartet, wenn man es einfach so berechnen würde. Das heißt, der Körper hat sich das gemerkt, da ist eine Hungersnot ausgebrochen, da war was und als Schutz fährt es alle seine Verbrennungen unter Anführungszeichen runter. Und warum nehmen Menschen wieder so leicht zu? Weil der Körper seine Fettmasse verteidigen will oder muss in dem Fall. Das Fettgewebe ist lebensnotwendig, weil hier stauen wir unsere überflüssigen Kalorien. Also man darf es nicht nur verteufeln, das Fettgewebe. Im Falle einer akuten Krankheit oder Verletzung hat man auch Reserven für die Rekonvaleszenz. Und der Körper verteidigt aber diese Fettmasse auch bei Adipositas, wenn sie abnormal hoch ist. Und es gibt einen Professor in Harvard, der Professor Kaplan, der sagt, zu wenig Essen wird Adipositas nicht heilen, aber durch die Heilung der Adipositas ist es erst möglich, weniger zu essen. Denn hier haben Sie schon ein bisschen mitbekommen, sind Prozesse im Gange, die man nicht einfach nur so mit ein bisschen weniger Essen, mehr Sport kontrollieren kann. Aber Thema mehr Sport. Viele sagen, na gut, ich steigere einfach meinen Energieumsatz und das wird sich alles wieder einpendeln. Wie steigert man den Energieumsatz? Einerseits durch vermehrte körperliche Aktivität, Sport, Bewegung, irgendwas. Aber hier kommt wieder die Wissenschaft und Studien zeigen, dass bei Menschen mit Adipositas dieser Umsatz um 28% weniger als bei Menschen mit gesunden Body Mass Index steigt aufgrund der Anpassung des vom Grundumsatz, diese sozusagen Stoffwechselanpassung. Der Energieumsatz steigt natürlich auch im Falle einer Erkrankung mit Fieber oder eine ganze Reihe an Erkrankungen, wie auch zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Da komme ich ein bisschen später noch dazu. Da wollte man auch die Schilddrüsenhormone als Adipositas-Therapie früher verwenden, also bis man gesehen hat, naja, das ist nicht ganz so. Und dann aber mit dem Grundumsatz, erstens sehen wir, okay, bei Adipositas steigt es jetzt nicht so stark, wie man es will, aber die unter Anführungszeichen schlechte Nachricht ist, dass Menschen, die sich viel bewegen, ungefähr ähnlich viel verbrennen wie sogenannte Bewegungsmuffel. Aber Menschen verbrennen auf jeden Fall doppelt so viel wie Menschenaffen und 3 bis 5 Mal so viel wie andere Kleintierarten. Und was ich Ihnen hier zeigen will, ist eine Studie von einem Anthropologen aus Harvard, den Hermann Ponzer. Der hat sich eine Bevölkerung, die Hadza-Bevölkerung, also so eine Art Urvolk, die noch wie unsere Urahnen sozusagen unterwegs sind Jäger und Sammler und sie sind die ganze Zeit in Bewegung. Und hier hat er Männer und Frauen, also die Frauen sind im orangen Kreis, die Männer sind in dunkelorange abgebildet und ihren gesamten Energieverbrauch gemessen und dafür aber Kohorten aus westlichen Männern und Frauen genommen. Und was Sie hier sehen, ist, dass durchschnittlich hier sich die Frauen fast überlappen. Also ob man jetzt in einer Jäger-Sammler-Gruppe lebt oder im Büro 8 Stunden sitzt, macht es nicht so viel aus mit dem Energieverbrauch. Und bei den Männern ist es sogar so, dass die westlichen Männer ein bisschen einen sogar höheren Energieverbrauch hatten. Wenn man sich aber hier in Grün die Menschen anschaut und hier in Blau, Lila und Pink die Menschenaffen anschaut, merken Sie, dass bei den Menschen es deutlich höhere Energieverbräuche, also der Energieverbrauch deutlich höher ist, als man sich denken würde bei den Primaten. Und warum
Ist es so? Das ist auch eine sehr interessante Theorie. Da philosophiere ich fast ein bisschen am Rande. Aber Menschen sind die einzigen, die teilen. Also indem wir uns aufeinander verlassen können, auch mal in einer Krisensituation, dass die Gruppe teilt und so weiter, können wir es uns erst leisten, einen großen Gehirn und große Babys zu haben. Also dieses Teilen ist zwar gut, aber es kann auch zu viel werden, sozusagen. Und dieser ewige Kampf mit dem Gewicht ist nicht eine individuelle Sache, sondern man sieht es auch als Volkskrankheit inzwischen, wenn man sich OECD-Daten von 2015 anschaut, ist der OECD-Schnitt bei 19,5 bei Männern, sag mal, und Frauen. 19,5% aller Erwachsenen haben Adipositas und für Österreich gibt es teilweise auch rezente Daten, auch von 18-Jährigen, wo man sieht, dass dieser Prozent auch ansteigt und es auch schon Richtung 25% da betroffen sind. Wie geht man damit um? Was machen wir oft als Gesellschaft dagegen? Entweder spotten, granteln oder schimpfen. Und das heißt, die Stigmatisierung ist bei dieser Erkrankung extrem präsent. Das sind eigentlich bewusste oder unbewusste Vorurteile gegenüber jemandem mit Adipositas aufgrund des Erscheinungsbildes, das auf ein Mehrgewicht hindeutet. Und das führt dazu, dass das Therapieangebot weniger wird und Adipositas, wissen wir, wird deutlich unterbehandelt. Einerseits sind hier Daten aus 2016, wo man ausgerechnet hat, dass 46% der erwachsenen Menschen mit einer Indikation zur medikamentösen Therapie bei Adipositas werden nur teilweise unter 1% auch mit medikamentöser Therapie behandelt. Im Vergleich dazu ist es bei Typ-2-Diabetes, wenn man sieht, wie viel haben die Indikation zur Therapie, sind es doch 86%, die diese Therapie auch bekommen. Und wenn man österreichische Daten anschaut, wenn man vergleicht zwischen 2010 und 2018, wurden im Prinzip weniger als 1% aller Menschen mit einer hochgradigen Adipositas, mit BMI über 40, durch bariatrische Operation behandelt. Das kann einfach dadurch liegen, dass die Stigmatisierung hoch ist und dass viele Betroffene vielleicht gar nicht wissen, was gibt es für Therapieangebote oder sich gar nicht trauen, Hilfe zu suchen. Denn wir richten uns natürlich oft nach dem Aussehen, um zu richten. Und wenn man diese zwei Bilder sieht, denkt man sicher, dass die dunkelhaarige Frau jetzt nicht die sportlichste der Welt ist und die blonde Frau vermutlich Marathon läuft. Also, und das ist zwar milde ausgedrückt, aber es kann schon sein, wenn man psychologische Studien, die aus den 80er Jahren bis dato stammen, sieht, dass natürlich sehr viele negative Vorurteile mit Adipositas verbunden sind. Aber das ist einmal das Erste, um zu wissen, okay, man kann was ändern. Denn auch wie der Schriftsteller James Baldwin geschrieben hat, nicht alles, womit man sich auseinandersetzt, kann geändert werden, aber nichts kann geändert werden, bis man sich nicht damit auseinandersetzt. Deswegen denke ich, dass das Thema auch so wichtig ist. Das muss entstigmatisiert werden und einfach wie eine normale, unter Anführungszeichen, Erkrankung auch behandelt werden. Es gibt aber auch andere Gründe für die Gewichtszunahme, außer diese hormonelle Dysbalance, die ich erwähnt habe. Nämlich die Genetik spielt hier bei 5% aller Menschen eine wichtige Rolle. Da gibt es tatsächlich Studien und die zeigen, besonders wenn Adipositas seit Baby-Kindesalter besteht und es eine sehr deutliche Familienanamnese gibt, müssten da schon die Glocken läuten. Ab
60 Jahren steigt teilweise auch die Prävalenz. Und hier können wir uns denken, wieso, weil hier nimmt auch der Energieverbrauch tatsächlich ab. Stress ist ein Faktor, die Raucherentwöhnung kennen viele vielleicht von Ihnen, da nimmt man auch zu. Aber es sind teilweise manchmal hormonelle Erkrankungen, die abgeklärt werden sollten, wie Schilddrüsenerkrankungen, Nebennierenerkrankungen und die Einnahme verschiedener Medikamente, von der Antibabypille bis hin zu verschiedenen Psychopharmaka, Epileptika, Steroide und so weiter, die machen dann doch 15% aller Adipositas-Ursachen. Und hier nur kurz, sind das die Hormone ja und nein? Sie haben gesehen, Adipositas als Folge von hormonellen Störungen wird als sekundäre Adipositas genannt, ist aber sehr selten. Aber was Sie bis jetzt gesehen haben, dass Adipositas zu hormonellen Veränderungen führt. Schilddrüse, Nebenschilddrüse, aber auch das Fettgewebe sind hier aktiv. Was meine Kollegin Draženka Janković aus der Gruppe von Professor Krebs zeigen konnte, dass die Häufigkeit der Schilddrüsenunterfunktion keine Ursache für Adipositas ist. Wenn man sich hier die Schilddrüsenwerte anschaut, und das sind alles Werte im teilweise normalen bis leicht erhöhten Bereich, ist es also sehr, sehr selten, dass man hier eine Ursache findet. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist eigentlich die Gewichtszunahme eher moderat. Es kann vermutlich mehr Fettstoffwechselstörungen bedeuten, aber es wird trotzdem empfohlen, sich die Schilddrüsenwerte anschauen zu lassen. Eine berühmte Persönlichkeit, die versucht hat, ihre Adipositas mit Schilddrüsenhormonen zu behandeln, war die Maria Callas. Das hat nicht ganz gefruchtet sozusagen, denn sie ist letztendlich an Komplikationen, vermutlich einer Schilddrüsenüberfunktion, im Sinne einer Herzerkrankung verstorben. Wenn man zu viel Cortison hat, ist das ein sogenannter Cushing-Syndrom. Das kann auch Adipositas machen. Aber was wir hier sehen, es gibt einen Test, mit dem man diesen Cushing-Syndrom diagnostizieren kann. Und die Prävalenz ist sehr, sehr, sehr gering. Die meisten Patienten haben ganz normale Werte und sehr, sehr selten, dass man hier auch irgendwas findet. Letztendlich, welche Medikamente können mit Gewichtszunahme assoziiert sein? Es sind oft Antidiabetika wie Insulin, das eigentlich viele Patienten auch fürchten, Steroide wie die Cortisontherapie, eine ganze Reihe an Psychopharmaka, ob jetzt Antipsychotika oder Antidepressiva und teilweise auch Antihistaminika. Und jetzt zum Schluss kommen wir nur zum Behandlungskonzept bei Adipositas. Einerseits ist es die Ernährungsbewegungsverhaltensmodifikation, also die Lebensstilmodifikation vordergründig, die medikamentöse Therapie und die bariatrische Chirurgie. Die Ziele der Adipositas-Therapie sind hauptsächlich die Verhinderung von Folgeerkrankungen und die Erhaltung der Stoffwechselgesundheit, die Behandlung schon bestehender Komorbiditäten. Natürlich ist auch der Kampf gegen diese Stigmatisierung wichtig, um Adipositas zu überwinden und ein positives Körper- und Selbstbewusstsein zu erlangen. Und jetzt ist das der Cliffhanger sozusagen, mit dem ich aufhöre und mich freuen würde, wenn es Fragen im Chat gibt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Itario, für diesen spannenden Einblick in Ihr Forschungsgebiet. Wer jetzt Fragen von Ihnen hat, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Sie können noch eine E-Mail mit Ihren Fragen an folgende E-Mail-Adresse schreiben: organisation@gesund.at. Wir möchten die Fragerunde aber dennoch schon einleiten. Wir haben nämlich während Ihres Vortrages bereits einige Fragen erhalten. Und zwar die erste Frage, die wir von einem Zuseher oder einer Zuseherin erhalten haben, beschäftigt sich mit den sogenannten Blutfetten. Und zwar, wie lassen sich aus dem Gleichgewicht geratene Blutfette wieder regulieren? Das ist ähnlich wie mit der Adipositas-Therapie. Als erstes kommt
die Lebensstilmodifikation, je nachdem, ob es jetzt Cholesterin oder Triglyceride sind, muss man auch die Diät und die Ernährungsweise entsprechend anpassen, sprich weniger Alkohol bis gar kein Alkohol, gesündere Ernährung. Aber als nächstes kommt auch die medikamentöse Therapie in Frage. Hier sind Cholesterinsenker sehr effizient, sogenannte Statine, aber auch andere Medikamente. Und für die Triglyceride sind es die Fibrate. Mit einer Kombination aus Lebensstil und medikamentöser Therapie, wenn es notwendig ist, ist man oder kann man in der Regel sehr erfolgreich sein. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine weitere Frage zu den Therapiemöglichkeiten, die Sie uns vorgestellt haben, nämlich zur Ernährung. Und zwar, wie kann eine nachhaltige Ernährung aussehen? Nachhaltige Ernährung, der beste Beispiel für eine gesunde, für einen gesunden Ernährungsstil ist die sogenannte mediterrane Diät. Hier wird sehr viel auf Gemüse, Obst, Nüsse, hochwertige Öle und Fleischprodukte oder Fischprodukte vor allem Wert gelegt. Und man muss sich denken, also es gibt zwar Diäten wie Sand am Meer und manche sind jetzt modern, und manche nicht. Wir wissen, manche Patienten sind Super Responder, zum Beispiel bei Low Carb, währenddessen manche nicht, manche bei Low Fat und so weiter. Ich sage immer, vermeiden Sie, soweit es geht, Fertigprodukte, Softdrinks und das ganze ungesunde Zeug und denken Sie sich, was könnten Sie jetzt für die nächsten 40 Jahre durchziehen? Also eine Diät ist jetzt nicht nur für die nächsten 3 Wochen bis 4 Monate oder was weiß ich, ein paar Monate gedacht, sondern es muss etwas Nachhaltiges sein, was Sie sich vorstellen können, ein Leben lang durchzuführen. Und da liegt oft der Hund begraben. Sie haben außerdem erwähnt, dass körperliche Aktivität wichtig ist. Dazu eine Frage aus dem Publikum. Und zwar, ist körperliche Aktivität gleich körperliche Aktivität oder gibt es auch sogenannte inadäquate körperliche Aktivität? Und wenn ja, wozu könnte diese führen? Also man soll auf keinen Fall jetzt anfangen, Bungee-Jumping zu machen oder sonstige gefährliche Sportarten oder Sportarten, wo man auf einmal sehr viel verbrennt, aber dafür sich das Kreuzband ausreißt und so weiter. Die internationalen Fachgesellschaften empfehlen mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität, leichtes aerobes Training, wo man leicht ins Schwitzen kommt, aber sich jetzt nicht auspowert. Optimalerweise bis 300 Minuten, wenn man es noch schafft. Aber auf jeden Fall hier entweder eine Fachfrau oder Fachmann aufsuchen, wenn man sich nicht sicher ist und keine Sportarten oder Bewegungsarten wählen, wo man fix und fertig ist und wo man sich Verletzungen, Zerrungen und so weiter mitziehen kann. Vielen Dank dafür. Wir haben noch eine weitere Frage erhalten, die sich mit anderen Beschwerden, die oftmals auch mit Adipositas zusammenhängen, beschäftigen. Und zwar haben Sie einige bereits erwähnt, wie zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2. Es gibt aber auch zum Beispiel Atemstörungen, wie zum Beispiel das Schlafapnoe-Syndrom. Und da sind Symptome unter anderem übermäßig lautes und unregelmäßiges Schnarchen. Ab wann sollte man sich Sorgen machen, wenn man selbst Schnarchen bemerkt oder die Partnerin das Schnarchen bemerkt und einen Arzt aufsuchen? Ich frage immer oder zumindest versuche ich immer zu fragen, wie der Schlaf ist, die Schlafqualität und ob Schnarchen ein Thema ist, denn das ist einmal der erste Anzeichen für eine sogenannte obstruktive Schlafapnoe, besonders wenn sogenannte Atemaussetzer, Atempausen auftreten und die vom Partner beobachtet werden, ist es höchste Zeit, einen Facharzt oder eine Fachärztin aufzusuchen. Hier sind die Lungenfachärztinnen, die richtige Adresse
Interesse, denn durch eine sogenannte Schlaflaboruntersuchung, eine Polysomnographie, kann man dem Ganzen schon auf den Grund gehen. Da gibt es auch eine Therapie dafür mit speziellen Schlafmasken, aber hier wissen wir auch, dass die Gewichtsreduktion deutlich die Schlafqualität und die Schlafapnoe, also sich sehr günstig darauf aufwirken. Gerade ist noch eine Publikumsfrage eingegangen. Eine Zuseherin würde gerne noch wissen, wie kann gegen den Jojo-Effekt vorgegangen werden, damit der Körper nicht immer wieder auf das Ausgangsgewicht zurücksteuert? Der Jojo-Effekt ist auf jeden Fall ein Thema und da gilt es nur, sozusagen die Diät wirklich nachhaltig zu verändern oder eine Therapieform zu wählen, die auch langfristige Erfolge bringen kann, sprich medikamentöse Therapie, sprich chirurgische Therapie, und sich dessen bewusst zu sein. Und sobald man merkt, dass das Gewicht wieder nach oben geht, Richtung mehr Gewicht, rechtzeitig schon Problem thematisieren und nicht erst nach, was weiß ich, 30% Gewichtszunahme die Ärztin oder den Arzt aufsuchen. Wir haben jetzt eine Frage bekommen, und zwar: Welche Rolle spielt die sogenannte Insulinresistenz bei Adipositas? Insulinresistenz spielt bei Adipositas eine wichtige Rolle, wie Sie gesehen haben. Erstens kann es natürlich auch die Vorstufe zum Prädiabetes sein. Das ist einerseits, diese Insulinresistenz ist teilweise schon fast physiologisch, wenn man sagt, das ist das Signal vom Körper oder vom Fettgewebe, wo es heißt, es ist genug, mehr geht nicht, aber das spürt man ja selber nicht oder merkt nicht, wie es ist. Dann kommt es auch dazu, dass die Sättigung abnimmt, wie Sie gesehen haben. Da hat man auch aus Studien gesehen, wo Insulin in Form von Nasenspray gespritzt wurde und quasi im Hirn schneller aufgenommen wird, dass das eine Rolle spielt in der Sättigung. Und die Insulinresistenz trägt eigentlich dazu bei, dass eine ganze Reihe an Stoffwechselkomplikationen entstehen. Das heißt, bei Insulinresistenz ist es schon mal indiziert, Richtung Therapie zu gehen. Aber Insulinresistenz muss nicht unbedingt nur bei Adipositas auftreten, ganz im Gegenteil. Es gibt auch viele Erkrankungen, wo Insulinresistenz auch bei Menschen mit einem gesunden BMI durchaus vorhanden sein kann. Und gibt es Symptome oder Anzeichen, die man vielleicht auch selbst bemerken kann, die auf eine Insulinresistenz hindeuten? Ja, die Insulinresistenz ist teilweise oft mit, sagen wir mal, so einem Apfeltyp der Fettverteilung assoziiert. Der Bauchumfang wird größer, wenn man sich den Waist-to-Hip-Ratio, also Bauchumfang zu Hüftumfang anschaut, dann ist der gewinnt der Bauch sozusagen. Diese zentrale Adipositas deutet schon auf eine Insulinresistenz. Dann gibt es auch andere Erkrankungen bei Frauen, zum Beispiel das Polyzystische Ovar-Syndrom, wo Insulinresistenz auch eine Rolle spielt. Da kann auch ein vermehrt, sagen wir mal, ein männlicher Haarwachstum mit Bärtchenhaaren und diesen sogenannten Hirsutismus eine Rolle spielen. Und wie kann die Insulinsensitivität generell verbessert werden? Die Gewichtsreduktion ist einmal ein guter Punkt, um die Insulinresistenz zu senken. Bewegung, Sport sind immer gut, um die Insulinresistenz zu reduzieren. Es gibt auch Medikamente, sogenannte Insulinsensitizer, die verwendet werden bei Typ-2-Diabetes. Aber der Nachteil von diesen Präparaten ist die teilweise Gewichtszunahme, mit der sie verbunden sind. Es ist jetzt noch eine sehr aktuelle Frage bei uns eingegangen. Und zwar hören wir es ja seit Beginn der Pandemie oft in den Medien: Adipositas gilt als Risikofaktor für Covid-19. Warum ist das so?
Das ist einerseits so, dass vielleicht bereits Menschen mit Adipositas viele Adipositas-assoziierte Komplikationen haben und durch eine sozusagen Reihe an anderen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, alles zusammenkommt. Es wird auch vermutet, dass einerseits auch dieser ACE-Rezeptor, der für das Eindringen von Virus in der Zelle, dass das auch auf die Fettgewebszellen exprimiert wird und dadurch natürlich, wo viel Fettgewebszellen sind, auch sehr hohe Expression von diesem Rezeptor da ist und das natürlich ein sehr gutes, sagen wir mal, Virus Multiplizierungswert hat. Natürlich muss man denken, die Lungenkapazität ist bei hochgradiger Adipositas auch reduziert, der Lungenvolumen. Dadurch ist es bei einem respiratorischen Virus, und das ist nicht nur der SARS-CoV-2, das wissen wir auch von Influenzaviren und Parainfluenzaviren, ist es bei Adipositas schwieriger, also und man kriegt schwieriger Luft. Letztendlich ist diese chronische Geringgradigkeit, die Entzündung, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, auch eine der Ursachen, warum bei Adipositas alles sozusagen zusammenkommt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr, die bei uns eingelangt sind. Dann möchte ich Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, noch auf unser nächstes Minimed-Webinar hinweisen. Das findet am 1. Dezember um 19 Uhr statt. Zum Thema, wenn die Depression nicht gut wird. Der Referent wird dieses Mal Oberarzt Dr. André Merl vom Kepler-Universitätsklinikum in Linz sein. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.